Auch wenn unser Stadtgarten nur gerade einmal 100 Quadratmeter hat, so stellen sich doch im Laufe des Jahres eine Reihe von Wildtieren ein. Und es ist schön, diese aus der Nähe beobachten zu können. Die Haferflocken mit Öl schmecken vor allen Dingen den Amseln. Ohne Öl sind die Haferflocken jedoch uninteressant. An der gefleckten Brust der Weibchen sieht man gut, dass Amseln zu den Drosselvögeln zählen. Ein nicht so häufiger Gast ist das Rotkehlchen. Immer wieder erstaunlich, wie frech Rotkehlchen sind. Auch das Eichhörnchen, zu dessen Revier unser Garten gehört, lässt es sich schmecken. Essen macht durstig. So kommt die Amsel zu unserem Brunnen zum Trinken. Für die Kohlmeise ist es vom Brunnenrand hinunter zum Wasser etwas tief. Hin und wieder baden die Vögel auch im Brunnen. Während der Brutsaison sind die leicht fettigen Meisenknödel bei den Kohlmeisen beliebt. In der übrigen Zeit werden sie eher selten angerührt. An dem Futterspender mit den gebrochenen Erdnüssen macht sich eine Hausmaus zu schaffen. Inzwischen haben wir einen mäusesicheren Futterspender. Mit der einsetzenden Dämmerung durchstreift ein Igel das Gebüsch, auf der Suche nach nahrhaften Insekten und Würmern. Wie die Eichhörnchen sind auch Igel territoriale Tiere, die in ihrem Revier keinen anderen Verwandten dulden. Noch bevor man den Igel sieht, hört man seine grunzenden Laute. Verhältnismäßig selten zeigt sich der Feldsperling. Er traut sich erst an das Futter, wenn keine Meise in der Nähe ist.